Zweites Kapitel: Schöpfungsindizien. Woran erkennt man Schöpfungsindizien? In der Frage nach Schöpfung oder Evolution gibt es von vornherein einen gewichtigen Grund, die Antwortmöglichkeit Schöpfung zu berücksichtigen. Man sollte für alle denkbaren Antworten offen sein. Das war das Thema der ersten Folge unserer Serie. Programmierte Anpassung und Plastizität. Die Organe von Lebewesen werden häufig mit menschlicher Technik verglichen. Gemeinsam ist beiden eine hochgradige funktionale Komplexität. Davon war schon die Rede. Dabei erweisen sich die Lebewesen als sehr viel ausgefeilter und leistungsfähiger als jede vom Menschen konstruierte Technik. Aber darüber hinaus besitzen Lebewesen eine faszinierende Eigenschaft, die sie menschlicher Technik grundlegend überlegen sein lässt. Diese besondere Eigenschaft wird Plastizität genannt. Damit ist Folgendes gemeint: Lebewesen bestehen nicht nur aus einzelnen Teilen wie Stoffwechselwege, Zellbestandteile, Zellen, Organe und so weiter, sondern sie besitzen auch zahlreiche Variationsprogramme. Als Reaktion auf wahrgenommene Umweltreize können sie sich individuell verändern, indem sie diese Variationsprogramme abrufen. Solche Reaktionen nennt man plastisch. Ein bekanntes Beispiel bei Menschen ist die Verdickung der Hornhaut bei mechanischer Beanspruchung. Wer häufig barfuß geht, bekommt eine dicke Hornhaut an den Füßen. Wer oft ein Saiteninstrument spielt, hat dicke Hornhaut an den Fingerkuppen. Fällt die Beanspruchung weg, wird die Hornhaut im Laufe der Zeit wieder dünner. Auch die Bräunung der Haut bei erhöhter UV-Strahlung ist eine plastische Reaktion. Ein anderes Beispiel ist die Erhöhung der Anzahl der roten Blutkörperchen, wenn man sich längere Zeit in dünner Luft im Hochgebirge aufhält. Der Körper ist also in der Lage, Umweltreize wie Reibung, UV-Strahlung oder dünnere Luft wahrzunehmen und bei Bedarf in gewissen Grenzen darauf zu reagieren. Dazu benötigt er mehrere Fähigkeiten gleichzeitig. Er muss den Umweltreiz messen können, er muss Ist-Wert und Soll-Wert vergleichen, also quasi wissen, ob etwas verändert werden muss, und er muss die entsprechende Änderung einleiten und umsetzen. Außerdem muss auch vorgegeben sein, was die jeweils gewünschte Ausprägung ist. Zur Veranschaulichung noch ein Beispiel aus dem Tierreich. Ein berühmtes Beispiel für Plastizität ist die Entwicklung eines Helm- und Schwanzstachels beim Wasserfloh Daphnia pulex. Die Bildung dieser Verteidigungsstacheln wird durch die Anwesenheit eines Räubers ausgelöst, der sich durch Botenstoffe im Wasser bemerkbar macht. Der Stachel wird wieder zurückgebildet, wenn dieser Botenstoff ausdünnt und die Bedrohung abnimmt. Die Fähigkeit zu plastischen Reaktionen ist zukunftsorientiert, weil sie nur bei Bedarf benötigt werden. Teilweise nur selten oder im Extremfall nicht einmal in jeder Generation. Aber für diesen Bedarf ist vorgesorgt. Es wurde sozusagen zuvor bereits in die Zukunft gedacht. Plastizität kann als Ausdruck weiser Voraussicht interpretiert werden. Zukunftsorientierung, wie hier die Abrufbarkeit von Fähigkeiten, falls diese benötigt werden, ist ein klares Schöpfungsindiz. Nur eine kreative, geistbegabte Person kann sich die Zukunft vorstellen und ihr Handeln entsprechend ausrichten. Wenn man von Schöpfung ausgeht, lassen sich solche bei Bedarf verfügbaren Fähigkeiten leicht verstehen. Ein Schöpfer kann in die Zukunft vorausdenken und seine Geschöpfe dafür vorbereiten. Mehrfachverwendung und Baukastensystem. Bei zahlreichen nicht näher verwandten Organismen treten sehr ähnliche Konstruktionen oder Merkmale auf. Auch das ist ein interessantes und häufig vorkommendes Schöpfungsindiz.
Weshalb spricht das für Schöpfung? Ein Vergleich soll das klar machen. Stellen Sie sich vor, jemand soll mit verbundenen Augen vom Mittelpunkt eines Sportplatzes ohne Vorgabe eines Zieles 20 Schritte in beliebige Richtungen gehen. Die Richtung darf er bei jedem Schritt ändern. Die Stelle, an der er dann angekommen ist, wird markiert. Anschließend soll eine zweite Person ohne Wissen über den Endpunkt der Schrittfolge der ersten Person ebenfalls ziellos 20 Schritte gehen und kommt genau an derselben Stelle an. Da kommen sie ins Grübeln. Spätestens wenn eine dritte Person unter denselben Bedingungen nach 20 Schritten wieder an demselben Punkt ankommt, glauben sie nicht mehr an Zufall, sondern gehen davon aus, dass es eine unerkannte Steuerung gibt. Ein Beispiel aus dem Pflanzenreich soll eine analoge Situation bei den Lebewesen illustrieren. Jeder kennt die Pusteblume, die Früchte des Löwenzahns. Sie sind als Schirmchen ausgebildet und aufgrund einer ausgefeilten Konstruktion sehr gut flugfähig. Solche Schirmchen finden sich aber nicht nur bei den Korbblütlern, zu denen der Löwenzahn gehört, sondern auch bei anderen nicht näher verwandten Arten, wie zum Beispiel den Baldriangewächsen. Die Baldriangewächse sind im System der Blütenpflanzen so weit von den Korbblütlern entfernt, dass man eine unabhängige Entstehung der Schirmchen bei ihnen annehmen muss. Die Schirmchen lassen sich daher nicht auf gemeinsame Vorfahren zurückführen. Evolutionstheoretiker sprechen in solchen Fällen von Konvergenz und meinen damit die Annäherung an eine sehr ähnliche Konstruktion, ausgehend von Vorfahren, die diese Konstruktion nicht besaßen. Auf zwei unabhängigen Wegen soll ein sehr ähnliches Bauelement, hier das Schirmchen, entstanden sein. Ähnlich ist es bei Federschweiffliegerfrüchten, wie sie bei Küchenschellen und bei Nelkenwurzarten vorkommen. Arten bzw. Gattungen, die diese Art von Früchten oder Samen besitzen, sind zum Teil ebenfalls nicht näher verwandt, sodass auch hier eine mehrfach unabhängige Entstehung angenommen werden muss. Aus der Schöpfungsperspektive ist so etwas leicht verstehbar. Ein genialer Schöpfer kann eine Bauplanidee, zum Beispiel die Schirmchenkonstruktion, beliebig oft in verschiedensten Zusammenhängen verwenden, wo immer er es möchte. Mehrfachverwendungen und daraus folgend eine Art Baukastensystem sind typische Kennzeichen ausgeklügelter Planung, also Schöpfungsindizien. Man kann das mit Computerprogrammen vergleichen. So unterschiedliche Programme wie Excel und Word haben gleiche Programmcodes für Aufgaben, die beide Programme erfüllen müssen. Datei öffnen, speichern, kopieren und so weiter. Warum sollte man auch einen neuen Code erfinden, wenn es bereits eine Lösung gibt? In derselben Weise kann ein Schöpfer wie bei einem Baukastensystem unterschiedliche Bauteile beliebig verwenden und kombinieren, so wie es die Lebensweise der einzelnen Geschöpfe erfordert. Diese Freiheit hat ein evolutiver Prozess jedoch nicht. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass auf der Basis zufälliger Schritte ohne Steuerung mehrfach dasselbe Ergebnis erreicht wird. Erinnern Sie sich an den Vergleich mit dem Sportplatz. Das Phänomen der Konvergenz ist weit verbreitet und findet sich in Hülle und Fülle. Ein Extrembeispiel dieser Art sind Ölkörperchen. Das sind kleine Anhängsel an Samen, die nahrhafte Öle und manchmal auch Zucker enthalten. Ameisen lieben diese Kalorienbomben. Sie schleppen die Samen wegen der Ölkörperchen weit von der Mutterpflanze weg. Sie fressen nur die Ölkörperchen, die Samen selbst bleiben übrig. So tragen sie wirkungsvoll zur Ausbreitung der Samen bei. Dafür werden sie durch die Ölkörperchen gleichsam belohnt. Die Pflanzenarten, deren Samen solche Ölkörperchen besitzen, sind im System der Arten so weit verstreut, dass eine über hundertmalige unabhängige Entstehung angenommen werden muss. Oder einmal erfunden und vielfach eingesetzt.
Auch aus dem Tierreich sind unzählige Beispiele von Konvergenzen bekannt. Und ihre Zahl nimmt durch den Fortschritt der Forschung ständig zu. Eindrucksvolle Beispiele sind die sogenannten Leimruten. Das sind lange, ausstülpbare, klebrige Zungen. Leimruten sind so unsystematisch im System der Tiere verteilt, dass sie 5-mal unabhängig entstanden sein müssen. Nämlich beim Ameisenbären, Schuppentier, Erdferkel, Specht und Chamäleon. Mit den Leimrutenzungen werden kleine Insekten, vornehmlich Ameisen oder Termiten, aufgenommen. Im Einzelnen gibt es zwar mehr oder weniger große Unterschiede im Bau der Leimruten, doch insbesondere bei den drei Säugergruppen und beim Specht weisen sie einige tiefgreifende Gemeinsamkeiten auf. Der Kiefer ist schmal und zahnlos oder die Zähne sind nur schwach ausgebildet, die Schnauze ist verlängert und die Mundöffnung verengt. Die Zunge ist sehr lang und klebrig. Für ihre Betätigung werden besondere Muskeln benötigt. Als Kauapparat dient der Magen, der als Kaumagen ausgebildet ist. Das heißt, die aufgenommene Nahrung wird im Magen zum Beispiel durch Platten- und Muskeltätigkeit mechanisch zerrieben und ausgepresst. Insgesamt handelt es sich um eine komplizierte Apparatur. Wie sie einmalig durch evolutionäre Zufalls- und Auslesevorgänge entstanden sein sollte, ist schon unklar. Eine mehrmalige Entstehung einer solch komplizierten Konstruktion auf Zufallswegen ist noch viel unglaubwürdiger. Es gibt weitere Typen von Schöpfungsindizien, die hier nur kurz angesprochen werden sollen. Dazu gehören Robustheit und Fehlertoleranz, Redundanz, Modularität, Optimalität und Schönheit. Robustheit bedeutet, dass ein System Störungen oder selten vorkommende ungewöhnliche Belastungen in einem gewissen Rahmen ausgleichen kann, ohne dass seine Funktion verloren geht. So ist zum Beispiel unser Gehirn sehr gut stoßgedämpft. Der genetische Code ist so genial angelegt, dass viele Mutationen, also Kopierfehler im Erbgut, folgenlos bleiben. Diese Kennzeichen sind Designindizien, weil eine Zukunftsorientierung erkennbar wird. Für den Fall einer Störung ist vorgesorgt. Das gilt auch für Redundanz. Das Erbgut und die Stoffwechselprozesse sind so aufgebaut, dass bei Ausfällen einzelner Gene bzw. Proteine oft wenigstens notdürftig ähnliche Gene und Abläufe einspringen können. In diesem Zusammenhang können auch Heilungsprozesse und Regenerationsfähigkeit genannt werden. Lebewesen sind in großen Teilen modular aufgebaut. Das heißt, einzelne Organe bzw. Konstruktionselemente weisen eine gewisse Selbstständigkeit auf, wodurch Störungen nicht gleich das Lebewesen in seiner Ganzheit bedrohen. Diese Modularität hat aber Grenzen, denn selbstverständlich sind die einzelnen Module vernetzt. Interessant ist auch, dass in manchen Fällen gezeigt werden kann, dass Einrichtungen der Lebewesen wirklich optimal sind. In sehr beeindruckender Weise ist das der Fall beim genetischen Code, also der Vorschrift, wie die Abfolge der Nukleotide, also der genetischen Buchstaben in der DNA, in Abfolgen von Aminosäuren der Proteine übersetzt wird. Hier sind die Erfordernisse der Robustheit, Fehlertoleranz und Sparsamkeit optimal gekoppelt. Angesichts der Fülle von Designmerkmalen drängt sich die Frage auf, was hätte der Schöpfer noch tun können, um seine Schöpferkraft, Kreativität und Weisheit bei den Lebewesen unter Beweis zu stellen? Das Bionik-Argument. Der Begriff Bionik ist aus Biologie und Technik zusammengesetzt. In der Bionik werden Eigenschaften und Konstruktionen von Lebewesen untersucht,
mit dem Ziel, diese innovativ für technische Anwendungen nutzbar zu machen. Die Einrichtungen und Fähigkeiten der Lebewesen dienen dabei als Inspiration für einen Nachbau in technischen Konstruktionen. Ein berühmtes Beispiel ist der Lotusblatt-Effekt. Dabei sind Oberflächen, wie beim Blatt der Lotuspflanze, mit mikro- und nanoskopischen Strukturen so komplex gestaltet, dass Wasser darauf nicht haften kann. Stattdessen perlt es ab und nimmt dabei sogar kleine Schmutzteilchen mit. Auf diese Weise wird die Oberfläche gereinigt. Angewendet wird dieser Effekt zum Beispiel bei Bootsrümpfen, bei der Beschichtung von Fensterglas oder bei Textilien. Zwei Zitate sollen zeigen, dass die Überlegenheit der Schöpfung gegenüber menschlicher, nur nachahmender Technik anerkannt wird. Voller Neid blicken Ingenieure auf derart geniale Leistungen der Baumeisterin Natur, neben denen sich ihre Kreationen so plump ausnehmen wie ein Faustkeil neben einem Präzisionsfräskopf. Stümperhaft erscheint etwa die Tragfläche eines Segelflugzeugs verglichen mit einem Libellenflügel. Mittlerweile sind viele Forscher überzeugt, Computer und eine noch so leistungsfähige Software können nicht konkurrieren mit dem Erfindungsreichtum von 3 bis 4 Milliarden Jahren Evolution. Niemand hat freilich nachgewiesen, dass die Natur etwas erfunden hat. Es wird hier einfach zum Ausdruck gebracht, dass die Konstruktionen und Programmierungen, die bei den Lebewesen entdeckt werden, dem haushoch überlegen sind, was Ingenieure und Programmierer mit großem Aufwand erreicht haben. Wenn aber Konstrukteure biologische Vorbilder nachahmen, lernen sie dabei von zukunftsblinden Prozessen oder von einem überlegenen Schöpfer? Lernen Designer von Designern oder von Zufallsprozessen, um möglichst effizient und zielgerichtet vorzugehen? Winfried Borlinghaus kommentiert: Es ist klar, dass jede technische Entwicklung Geist und Intelligenz erfordert. Sollte das ausgerechnet für die Natur, die doch um ein Vielfaches genialer und effizienter funktioniert als jede menschliche Erfindung, nicht gelten? Das Bionik-Argument besagt also: Wenn schon menschliche Technik nur durch umfangreiche Überlegungen und Planung zum Erfolg führt, muss dies erst recht für die haushoch überlegenen Konstruktionen und informationsgesteuerten Systeme der Lebewesen gelten.